Bitcoin und die anderen Kryptowährungen sind zuletzt wieder deutlich gestiegen. Wir schauen mal auf verschiedene Indikatoren, ob das vielleicht noch so weitergehen könnte. Kia ora, ich bin Bass und ich grüße euch. Wir haben verschiedene Vorhersagemodelle schon gesehen und es gibt ein paar Indikatoren, die verschiedene Sachen miteinander in Relation setzen, die bis jetzt sehr gut gepasst haben und wir gucken da heute mal drauf, wie da der aktuelle Stand ist. Also, wir sind auf mempool.space und wir sind jetzt hier gerade beim Block 722.518. Das ist ja quasi so der Zeitstempel. Wir sehen hier, dass in letzter Zeit die Blöcke hier alle pickepacke voll sind, es aber immer noch relativ preiswert ist, so mit 10 Sats per V-Byte hier auch mal ein bisschen weniger. Aber wie ihr seht, der wurde auch direkt hier eine Minute später gefunden, das liegt eher daran. Und wir sehen, dass die kommenden Blöcke auch schon relativ voll sind. Also im Moment wieder ziemlich was los hier auf der Blockchain. Und das sehen wir hier auch an der Hashrate. Die steigt nämlich dramatisch. Also wir sehen hier den fetten Einbruch im Sommer, weil China das Mining verboten hat. Und seitdem geht es rauf, rauf, rauf. Und dann haben wir hier schon wieder ein neues All-Time-High gehabt im Dezember, also deutlich vor Weihnachten. Und seitdem geht es immer noch weiter rauf, rauf. Also es wird deutlich mehr Hashing-Power aufgebaut. Das ist auf jeden Fall ein echt gutes Zeichen. Schon mal für die Grundsubstanz, für den Hinterkopf. Und jetzt schauen wir uns mal als erstes den Bitcoin-Meyer-Multiple an. Ich bin hier auf stats. Bei bitcoinworldwide.com und dann hat man hier verschiedene Möglichkeiten, was auszuwählen. Und ich bin jetzt hier, wie gesagt, auf dem Meyer Multiple. Und was sehen wir hier? Erstmal unten die Zeitskala ist jetzt hier also quasi die ganze Zeit abgebildet. 2011 fängt das also an. Und der Indikator zeigt also immer an, wann es relativ günstig ist einzukaufen. Und das heißt jetzt nicht in Euro gemessen, sondern wann es danach wahrscheinlich wieder in Dollar halt gemessen halt hochgeht. So, und wir sehen hier, naja gut, also das ist ja auch ein heftiger Dip, aber lassen wir den mal kurz außen vor. 2015 hat man also eine mega coole Möglichkeit und danach ging das halt auch deutlich wieder nach oben mit dem Preis. 2017 war ja das All-Time-High, da sind wir hier sehr weit darüber hinausgeschossen. Das heißt, je höher man den Multiple Meyer hat, desto ungünstiger ist das. Das heißt, jetzt hier bei über zwei, was das sogar dreieinhalb einzukaufen, ist denkbar ungünstig. Und dann sehen wir, dass er hier einfach wieder runter geht, unter 1 drunter. Das ist schon total super. Eine grüne Linie bei 2,4 ist deswegen eingezogen, weil es ab da eher unwahrscheinlich ist, dass der Preis halt nochmal steigt. Wir sehen hier tatsächlich, wenn man hier bei 2,4 gewesen wäre, dass dann Peak quasi nochmal hochgeht. Aber das ist sehr, sehr, sehr selten, dass er hier hochgeht. Also in letzter Zeit haben wir eben auch gesehen hier, das Jahrestop hier 2019 ist tatsächlich genau bis an die 2,4 rangelaufen. Zur Jahreswende 2021, 2022 sind wir auch da wieder rangelaufen und danach sind wir eben wieder runter. Und das Schöne ist, obwohl danach hier dann nochmal das All-Time-High bei 69.000 kam, war der Meyer Multiple schon wieder weiter unten. Woran liegt das? Dass hier einfach wir in einem, ja, ich kann es fast nicht anders sagen, quasi in einem Bärenmarkt sind, obwohl die Preise ja eigentlich immer relativ gleich sind. Aber du musst ja einfach nach wie vor sehen, die Dollarmenge hat sich ja dramatisch verändert. Da sind ja auf einmal 40% mehr Dollar mit drin. Und deswegen sind wir hier natürlich immer noch sehr, sehr weit unten. Das heißt, wir werden irgendwann wieder deutlich über 1 kommen hier. Das ist der erste Schritt natürlich. Dann wahrscheinlich irgendwann wieder Richtung 2 kommen. Und dann ist der erste Zeitpunkt eigentlich, dass man überlegen kann, oh, da könnte ich vielleicht mal wieder verkaufen. Im Moment sieht es hier nach dem Meyer Multiple nach einer echt guten Einstiegschance aus. Wenn wir uns das mal hier angucken, 2018, als der Bitcoin-Preis bei 3000 Dollar war, hier nachher ist er dann bis auf 4.000 hochgegangen, waren wir halt da unten bei 0,5 ungefähr. Jetzt sind wir nicht ganz so niedrig, aber immer noch so richtig niedrig. So, Corona-Crash sind wir hier runtergegangen auf 0,6 und danach wisst ihr auch, was passiert ist von 3.500 Dollar rauf auf 42 bzw. halt auf 60.000. Und dann sind wir runter. Da war der auch nochmal richtig gut. Wo war das? Als wir bei 30.000 waren, dieses Jahr bzw. 28.000 sogar. Entschuldigung, ich sage immer noch dieses Jahr, 2021 natürlich. Und ja, jetzt sind wir ähnlich niedrig. Das heißt, wir haben jetzt laut dem Meyer Multiple echt eine gute Chance hier, gute Preise zu erzielen.
Und etwas Ähnliches sagt auch der Pure Multiple Bitcoin Chart aus. Ich bin hier immer noch auf der gleichen Webseite, habe hier nur das Feld also gewechselt. Hier sehen wir also auch nochmal in Pink, würde ich sagen, ist das. Männer können ja nur drei Farben, habe ich gelernt. Sagen wir mal, das ist Pink. Sehen wir den Preischart in US-Dollar, auch eben hier über die ja, 10, 11 Jahre. Hier sind also die beiden Tops mit 60.000 und mit 70.000. Und wir sehen hier, obwohl der Preis nicht so richtig heftig runtergegangen ist, also wir sind ja bei weitem nicht wieder auf die 20.000 oder so runtergekommen, was theoretisch möglich ist, geht einfach auch dieser Pure Multiple Indikator deutlich weiter runter. So, und jetzt gucken wir uns mal an. Hier war der tiefste Punkt bei 0,4. Das ist das Bärenmarkt-Tief 2018, kurz vor 2019. Und dann wollen wir jetzt hier nochmal kurz gucken, wo sind wir hier im Corona-Crash gewesen? Da waren wir bei 0,46. So, und jetzt, davon sind wir hier noch deutlich entfernt, aber wir waren hier auf jeden Fall auch schon mal wieder bei 0,7. Das ist richtig krass tief, denn wenn wir uns mal die Peaks hier angucken, 2013 waren wir auf 7,7, 2017 auf dem All-Time-High waren wir über 5, jetzt sind wir bei 0,7. Als wir jetzt hier diesen fetten Preisanstieg hatten, Anfang 2021, da sind wir hier hoch auf 3,5 gegangen und jetzt sind wir bei 0,7. Also liebe Leute, alle Indikatoren deuten darauf hin, dass wir im Moment richtig gute Einstiegschancen haben. Es gibt eigentlich auch noch eine Buying Zone quasi oder eine Average Zone von den großen Michael Saylor und Elon Musk. Die haben ungefähr so Durchschnittspreise bei 30.000 Dollar. Das ist sicherlich auch psychologisch nochmal super wichtig zu sehen. Die Leute, die richtig viel akkumuliert haben, die Firmen mit dem größten Bitcoin-Bestand der Welt haben da halt einen Durchschnittspreis. Darunter ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir nochmal fallen. Wenn wir also in diese Richtung kommen, dann ist das eine super Einstiegschance und das zeigen hier auch diese beiden Indikatoren an. Ich finde die super spannend. Sag mir doch mal eure Meinung dazu. Ich wünsche euch viel Spaß beim Investieren und vor allem viel Erfolg.